Hey Freunde, was geht? Willkommen zurück hier bei God of War. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Wir haben es wieder bis zum Berg geschafft. Mal sehen, ob wir jetzt durch diesen Todesnebel der tödlichen Todeshalt durchkommen. Wieder der schwarze Atem. Was machen wir? Wir schauen, ob die Hexe recht hatte. Okay. Es funktioniert. Sie hatte recht. Komm, bringen wir es zu Ende. Okay, aber was, wenn wir die Asche dahin gebracht haben? Sind wir dann durch? War das das große God of War Epos von 2018? Der Weg da vorne ist blockiert. Dann klettern wir. Wait, ich bin den ganzen Weg gerade gelaufen? Okay, dann klettern wir. Warum auch nicht? Klettern ist toll. Mutter meinte, die Riesen hätten die Berge von Midgard oft besucht, bevor sie verschwanden. Verschwanden? Ja, sie waren eines Tages einfach weg. Niemand weiß warum. Vielleicht sind sie zurück in ihre Heimat. Nach Jötunheim? Vielleicht. War das Gesicht im Berg wohl die Ehrung eines Riesens? Dämon, wir sind da! Mehr schwarzer Atem. Okay. Immer erstmal umschauen. Der Eingang war da hinten. Ja, ja. Hast du es so eilig? Nein, aber du sonst immer. Ich sehe mich gern weiter um. Er will einfach nur Zeit mit uns verbringen, glaube ich. Willst du schon wieder gehen? Aber warum denn? Strange, sehr, sehr strange. Also Tiers Rüstung verbessert quasi alle unsere Attribute. Dann ist man so ein bisschen so Jack of all trades. Das ist vielleicht schon ganz gut. Vielleicht machen wir es auch so, dass wir für die normalen Wege uns halt unsere Glücksrüstung zusammenbasteln weiterhin. Und für Bosskämpfe im Endeffekt dann dann immer was haben, was ein bisschen mehr auf Schaden oder Abwehr geht. Ist das ein Hirsch? Von einem Riesen mit Hirschkopf habe ich noch nie gehört. Wer kann das sein? Kein Weg rüber, aber das ist eine Sandschale. Warte, Junge.
Irgendetwas stimmt. Ich kann es spüren. Das war unspektakulär. Okay. Ich mag keine Vasen. Dieser Ort muss den Riesen wichtig gewesen sein. Offenbar prüfen sie uns. Meinst du? Ja, das sieht gut aus. Der Bogenjunge. Vielleicht hilft das Rätsel. Was macht das? Ah. Runen. Jetzt kann ich's lesen. Die Runen. Eine Rätselantwort für die Sandschale. Da steht Freiheit. Probieren wir's. Wie lautet das Rätsel? Kein Ochs am Joch, kein Sklav im Land. Hört meinen Ruf, hat mich hier gekannt. Keine Ahnung, was ein Joch ist, aber zum Rest passt Freiheit. What? Sieht so geil aus hier. Soll ich den Kristall im Fackelhalter zum Leuchten bringen? Los da! Besser, oder? Viel besser. Erst nach unten, dann nach oben. Diese Gänge sehen zu eng für Riesen aus. Warum lachst du? Oh, du meinst das ernst? Ich meine es immer ernst. Ganz vergessen. Mutter sagte immer, Geschichte interessiert dich nicht. Riesen sind nur ein Volk, eines oder das Hildevölk. Sie müssen nicht groß sein. Und die Weltenschlange. Na gut, in dem Fall heißt riesig tatsächlich groß, aber es gibt ja nur einen. Okay, das ist fucking spooky hier. Da geht's durch. Kannst du da drauf schießen? Das ist eine Rune. Stop!
Okay. Du bist konzentrierter. Nice. Und jetzt? Ich habe keinen Plan. Auch kein Plan, was das hier ist. Okay, Junge, okay. Noch ein Lichtkristall. Wo? Wo? Was? Wo? Oh shit. Oh shit. Nice. Richtig nice. Sieh dich hier bloß mal um. Es wirkt so... tot. Ich wollte eigentlich alt sagen, aber tot passt auch. Alt oder tot ist dasselbe. Wir haben da hinten noch einen Weg. Den dürfen wir nicht vergessen. Habe ich was gewusst, dass da so ein Kristall drunter ist? Wenn ich nicht fucking blind bin, du Spinner. Langsam habe ich den Dreh raus. Hoch die Tassen. Okay. Da haben wir noch mal ein zweites Rad. Mit einer Rune.
Oh, fuck. Ganz schön viele Leichen. Sag mir, was du siehst. Naja, die sehen wie Menschen aus, nicht Riesen. Richtig, Diebe auf der Schatzjagd. Siehst du die Fallen? Oh ja, zum Glück haben sie alle ausgelöst. Sei froh, dass die hier tot bleiben. Die Statue! Die sind drüben! Lies vor. Ja. Oh, das ist Dörathror, einer der vier Hirsche des Weltenbaums. Er bewacht den Eingang nach Jötunheim, wenn die Riesen schlafen. Ob er noch dort ist? Ich weiß es nicht. Junge, hierher. Diese Sprache habe ich schon mal gesehen. Die Schlange ist des Sprechens nicht mächtig, aber ihre Feindseligkeit den Asen gegenüber ist unverkennbar. Die Zerstörung von Tirs Tempel ist unmöglich, solange sie existiert. Ihre Anwesenheit hat jedoch bewirkt, dass der See der Neuen ihn gänzlich bedeckt. Somit wurde das Ziel, Weltenreisen zu erschweren, dennoch erreicht. Der Rabenwächter. Okay, das ist alles schön und gut, aber wir haben da noch einen kompletten Weg gehabt. Und den will ich natürlich angucken, wer weiß, was da Geiles zu finden ist. Außerdem wisst ihr ja, oder habt ihr ja schon genauso wie ich mitbekommen, wir brauchen Hacksilber noch und nöcher. Alter, wie viele... Das sind ja mindestens 10. Mindestens. Und alle haben Schwerter und so. Atreus könnte auf jeden Fall... ...sich da einfach ein Schwert mitnehmen, ne? Finden und brechen sie 3 Siegel. Aber welche 3 Siegel? Das steht halt nirgends. Vielleicht ausprobieren, wenn wir den richtigen eingestellt haben, dann leuchtet's auf. Dude! Danke. Ich auch fast. Drauge, hinter dir! Achtung, Feuer!
Hell yeah, baby! Nicht mit mir. Ich bin der fucking God of War. Scheiße, okay. Wo bekommen wir so ein Teil her? Warte mal, lass mal erstmal das hier, meine Theorie ausprobieren. Eh gut. Nope. F gut. N. Scheiße. Schon, es muss doch irgendeinen Hinweis geben, oder? Oh, guck mal, was da liegt. Den habe ich vorher gesehen gehabt, aber ich wollte natürlich, dass ihr zu Hause sagen könnt, so, Mann, ey. Wir haben beim Eingang, da ging auch noch so ein Weg nach oben, so eine Treppe. Ne, also da hinten. Müssen wir uns auch nochmal angucken. Wir haben einfach kontinuierlich zu wenig Leben. Sieh her. Jawohl. Ha, schön. Der große Berg. Als der Berg noch kalt war, waren es Meloda und so ein anderer Typ, die ihm Leben einhauchten. Rastlose Seelen aus weit entfernten Ländern, die von Met der Poesie gekostet hatten und auf der Suche nach Inspiration einander fanden. Und miteinander fanden sie eine tiefe Liebe. Sie erbauten eine geheime Brücke, die bis auf den Gipfel des großen Berges von Midgard reichte. Dort errichteten sie ihre Feuerstelle und ihre Festung, um frei von Prophezeiung zu leben und nur sich selbst und einander zu kennen. Der Berg wurde zur Zuflucht für Ausgestoßene und Künstler, für Jätner und neue Freunde. Und viele weitere Seelen pilgerten zu diesem Licht in der Dunkelheit. Lasst uns selbst jetzt, da wir Schutz vor dem Sturm suchen, niemals den einst so einladenden Geist des Berges vergessen. Klingt, als sei der Berg ziemlich toll gewesen. Mutter hatte immer ein Herz für Künstler. Hatte Mutter auch eine Idee, wie zur Hölle wir die Teile hier einstellen müssen? Naja.
Robuste Rüstung begünstigt Abklingzeit. Alter, Tiers Rüstung sieht halt wirklich aus wie eine Rüstung, ne? Warte mal, Glück 4, Stärke 8, Abwehr 3. Stärke 3, Abwehr 18. Aber Glück 4? Und hier ist auch Glück 4. Was können wir hier reinmachen? Glück 4. Kriegt das Wappen der Schatten. Stufe 3. Glück 4. Wait. Das heißt, ich kann noch mehr Glück pushen? Das ist wahrscheinlich das Dümmste, was ich jemals getan habe. Aber hey, wir haben jetzt super viel Glück. Wenn ich drehe, hört man da was? Das hat gerade geleuchtet. Oder? Warte mal, wir können ja auch von hier. Na. Das hat auch gerade geleuchtet. Frage ist, ob sie jedes Mal leuchtet, hm? Handy, sei nicht so ein Arschloch. Dude! BNR. Ich hab das nicht gesehen gehabt, ne?
Okay, Freunde. Dann heißt das für uns jetzt wieder zurück hier. Zu der Statue. Folge ist schon vorbei, aber ich will auf jeden Fall durch diese Tür. Und dann eine 20-minütige Cutscene sehen. Und abkotzen, dass die Folge eine Stunde ist. Und jetzt? Ich hoffe, was auch immer wir brauchen, um da reinzukommen, wir finden es hier. Dachte, okay, vielleicht können wir den Kristall aus der anderen Kammer hier reinholen. Konzentrieren, Junge! Typen an die Wand genagelt, Alter. Was steht da? Wow, der höchste Gipfel der Welten. Ob Mutter wusste, dass es der Berg der Riesen ist? Nein, ihre Bitte erweist sich als viel komplizierter, als sie hätte ahnen können. Da bin ich mir gar nicht mal so sicher. Freunde, wie es hier weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge von God of War, Alter. Hinterlass mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und unter dem Video kannst du einen Kommentar schreiben, Alter, wie gut dir die Folge gefallen hat und was du denkst, was als nächstes passiert. Würde mich mal interessieren. Bis zum nächsten Mal. Schönen Tag dir. Mach's gut. Bye, bye.